Eine gelungene Premiere konnten am Freitag, den 7. September, etliche Besucher, Geschäftsleute und Organisatoren feiern. Erstmalig hatten die Geschäfte in der Bocholter Innenstadt bis um 24 Uhr geöffnet und zum Midnight-Shopping eingeladen. Fernöstliche Tempeltänzerinnen verzauberten die Zuschauer. Passend zur parallelen Aktion Drachen in der City, die noch bis zum 13. September die Innenstadt schmückt. Es wurde geschaut, anprobiert, gekauft. Die Innenstadt lud zum gemütlichen Bummeln ein. Die vielen Besucher nutzten das Midnight Shopping bis zur letzten Minute und freuen sich nach eigenem Bekunden bereits jetzt auf weitere Aktionen in und um Bocholt. Derweil bot vor dem historischen Rathaus die Musikschule ein Spitzenprogramm. Über 700 Kinder und Jugendliche gestalteten das Musikschulfest. Die verschiedensten Musikgruppen spielten auf.